Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute treffen sich drei Schwestern in einem Hafen. Wir haben zuckersüße Husky-Welpen und einen Magier. Viel Spaß! Wenn sich zwei unserer Schiffe irgendwo auf den Weltmeeren treffen, ist immer ein tolles Ereignis. Aber wir haben für Sie was ganz Besonderes. Drei Schiffe treffen sich. Die Perda, die Aura und die Stella vor Civitavecchia. Bitte schön. Manch einer wird sich erinnern, wir waren ja im Winter im Rahmen der Selection-Reisen ganz im hohen Norden und da gab es auch Schlittenausflüge. Wir haben davon berichtet. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir fahren nochmal hin und gucken mal, ob es Nachwuchs gibt. Und es gibt Nachwuchs. Wie süß, gucken Sie mal. Ja, wir hatten heute die Chance, mal die Huskies live zu erleben. Und auch der direkte Kontakt mit den Hunden, das ist schon was Besonderes. Super mit den Hunden. Wir haben vorhin schon die Welpen streicheln dürfen und auch mal in die Hand nehmen dürfen. Also es ist einfach toll. Also wir haben hier unsere kleinsten Huskies jetzt. Die sind jetzt gerade 3 Wochen alt. Und die haben vor einer Woche die Augen geöffnet. Und eben ist wichtig für uns, dass wir die rausgeben nach einer Weile, dass die sich an Menschen gewöhnen. Fantastisch. Unvergesslich. Star-Magier Peter Wellens war an Bord. Und das ist einer von den Menschen, wo sie vorher sagen, das gibt's doch gar nicht, und hinterher sagen, wie hat er das gemacht? Bevor es heute Abend meine Show im Theatrum gibt, möchte ich mit Ihnen mal so ein bisschen durchs Schiff ziehen und so einen kleinen Vorgeschmack geben mit kleinen Tricks und Zaubereien. Kommt mit. Jetzt kommt schon das erste Kunststück. Brigitte, sind Sie mal so nett? Pusten Sie mal leicht drauf, nur so leicht draufhauen, nur so. Ich halte fest, Sie pusten. Oh, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau hingucken, nicht blinzeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei 9 verschwindet er. Bei 10 kommt er hier wieder an. Genau das machen wir mal zusammen, Brigitte. Sobald der Ball deine Hand berührt, schnappst du schnell zu, ja, drehst die Hand um und hältst den Ball richtig, ja, fest, okay? Ja. Mach mal so einen Test bei 3. 1, 2 und 3. Bisschen schneller. Jetzt vielleicht, ja. Claudia.
Oder ich nehme den schnellen Ball, kriegst du den langsamen Ball. Zumachen, umdrehen, nimmst den rechten Zeigefinger. Genau, bleibst du ein bisschen auf meinem Handrücken. Mein Lieblingstag, ich muss das machen, gehört zum Trick dazu. Okay, Achtung. Dann verschwindet. Sie haben ihren noch? Ja, ja. Nichts gemerkt, nichts gespürt? Nein. Drehen Sie mal die Hand um. Ich drehe mich gleich um. Sobald ich mich umgedreht habe, nimmst du eine Hand hinter deinen Rücken. Voodoo. Sie stellen sich mal vor, ich bin so eine Voodoo-Puppe und ich mache einfach mal so ein kleines Kreuz hier drauf. Können Sie das sehen? Ja. Kann man sehen. Achtung, Sie halten jetzt bitte gut Ihre Hand fest. Aus deiner linken Hand irgendwas gemerkt? Nichts gemerkt? Pass auf. Mein Kreuz ist spurlos verschwunden. Dreh die Hand mal um. Aufmachen. Voodoo. So, das war ein kleiner Vorgeschmack auf die Show heute Abend hier im Theatraum. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und beim Staunen. Schauen Sie rein. 200-Euro-Scheine. Hep, hep. Schreib diesen Ruf mal deine Kartennummer. 2. Sehr gut. Okay. Es ist jetzt zwar noch Sommer, aber wir hören den Herbst schon langsam an die Tür klopfen. Und im Herbst ist Oktoberfest. Und zum Oktoberfest an Bord kommen Bands, zum Beispiel die Rotzlöffel. Hallo Freunde der AIDA, hier sind die Rotzlöffel und kommen aus Bayern. Wir sind dabei am Oktoberfest auf der AIDA Perla im September und freuen uns schon wahnsinnig drauf. Wir haben dabei unsere Hits aus der Heimat und natürlich alle Oktoberfest-Klassiker. Bis dahin, wir sehen uns in aller Frische. Servus und auf AIDA sehen! Hinter mir sehen Sie die Elbe und da geht's raus in Richtung Nordsee. Und wer so ein bisschen Fernweh bekommen hat jetzt, der geht am besten in sein Reisebüro. Oder auf www.aida.de. Da erfahren Sie alles über Kreuzfahrt. Und jetzt habe ich sie für Sie, die Verlockung der Woche. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Teneriffa. Als nächstes besuchen wir Fuerteventura und Lanzarote. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche, heute hinterlegt mit Musik aus unserer Show Fabelhafte Freunde, live von der Perla. Viel Spaß und eine schöne Woche wünsche ich Ihnen. Could ever do. I bless the rains down in Africa. I bless the rains.